Hallo, folgendes kleines Hörspiel wurde im Jahr 2003 mit schlechten technischen Mitteln, der falschen Software und Soundeffekten aus Computerspielen hergestellt. Ich wünsche trotzdem viel Spaß. Hallo, ich bin das Rotkäppchen und ich gehe hier nur durch den dunklen, dunklen, dunklen Wald und denke mir nichts Böses, weil ich bin zu meiner Großmutter, weil die ist nämlich auch schon weg. Hallo Rotkäppchen. Hallo, du lustiger, pelziger Geselle. Wer bist denn du? Ich bin der böse Wolf. Ich meine, ich bin Wolf. Ja, ich wollte mal fragen, was du hier im Wald machen tust. Ich schau mal hier nur immer so durch die Gegend und ich bin auf dem Weg mit diesem Korb hier, mit den Fressalien drin zu meiner Großmutter, weil die liegt nämlich krank im Bett. Ja, so ist das. Und was machst du hier? Wie bitte? Ich hab gefragt, was du hier machst, du putziger, kleiner, pelziger Wolf. Sitzt du denn auf deinen Ohren? Ja, manchmal nützen mir auch meine großen Ohren nichts. Das muss ich zugeben. Ja, trotzdem hast du meine Frage noch nicht beantwortet, lieber Wolf. Was machst du hier im Wald? Ach, ich lauere eigentlich kleinen Mädchen auf, um sie zu fressen. Ja, nur ist es raus. Ist halt so. Oh, hattest du eine schwere Kindheit? Oder warum lässt du dich von deinen Aggressionen beherrschen, lieber Wolf? Ich weiß es auch nicht. Manchmal habe ich halt so unbändigen Hunger und Ach. weiß dann auch gar nicht, wie ich dagegen an kann. Und dann denke ich Ja? einfach, ich muss ein kleines Mädchen essen. Das ist aber schaurig. Aber meistens ist es so, nachdem ich das Mädchen gegessen habe, Ja? sollte ich mich ja eigentlich irgendwie befriedigt und satt fühlen. Aber das ist dann oft nicht so. Meistens ist Nein? das nur eine vorübergehende Hochphase Hehe. während des Fressens. Und Das danach ist oft geht's so. mir wieder scheiße, so wie vorher. Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, lieber Wolf? Es gibt da so Therapiezentren und all sowas. Oh. Da kann man viel mitmachen heutzutage. Echt? Nee, habe ich noch nie dran gedacht. Echt nicht? Hast du, kannst du mir, weißt du, Was wie ich denn? da rankomme? Ja, ich könnte mal schauen. Ich habe hier so ein kleines gelbes Büchlein, da stehen allerlei Telefonnummern dran und vielleicht hilft dir das schon weiter. Du musst einfach mal anrufen, Termin vereinbaren und dann kannst du mit Leuten reden, die sich mit so etwas auskennen, lieber Wolf. Danke sehr. Keine Ursache, lieber Wolf. Ich muss jetzt aber weiter zu meiner Großmutter, weil die liegt krank im Bett. Stopp mal. Stopp mal, bleib mal stehen. Hä? Was ist denn? Ja? Hast du mal eine Mark für mich? Nee, wenn ich jedem eine Mark geben würde, du weißt. Naja. Dann kannst du mal was tun. Ja, tut mir leid, tut mir echt sorry. Ciao, Wolf. Was für eine arme, gebeutelte Gestalt dieser Wolf doch war. Fast habe ich Mitleid mit ihm. Aber wenn ich ihm eine Mark geben würde, würde ich ihn nur weiter in seiner Scheißegal-Einstellung Rückhalt bieten und diese unterstützen. Und das ist nicht nur schädlich für mich und meinen Geldbeutel persönlich, sondern auch für die Wirtschaft. Denn wenn jeder Wolf einfach arbeitslos im Wald rumlungern würde und hin und wieder mal ein Mädchen frisst, wo würden wir dann hinkommen? Naja, ich mache mich mal weiter auf den Weg zu meiner lieben Großmutter. Denn die liegt gerade im Bett und braucht die Fressalien, die ich hier in einem Korb habe. Hab ich glaube schon erwähnt, oder? Naja, ist auch egal. Ja, bald bin ich angekommen. Mal gucken. Da bin ich auch.
Großmutter, ich bin's, das liebe Rotkäppchen. Warum klopfe ich eigentlich? Die Tür ist doch eh offen. Hallo Großmutter. Hallo mein Kind. Na, wie geht's dir heute? Na, nicht so gut. Meine Stimme ist einfach belegt heute. Ja. Ja. Was ist denn, Rotkäppchen? Du klingst mir eigentlich nicht so wie meine Großmutter, klingst eher wie dieser merkwürdige Wolf, den ich da eben weit getroffen habe, der mich angebettet hat und alles. Kannst du mir das irgendwie erklären? Ich warte. Ja, wie gesagt, meine Stimme ist belegt heute und ja, so. Ja, das kannst du deiner Großmutter erzählen. Ich hab dich erwischt, du bist doch der Wolf. Wo hast du meine Großmutter versteckt hier? Jetzt aber mal raus mit der Sprache und Tacheles wird geredet hier. Ja, schon gut. Schon gut, ich geb's ja zu. Gut, ich hab deine Großmutter gefressen. Und damit, Das hast du nicht getan. Damit reinlegen kann und dich auch. Ja, hab ich. So, hast du dir so gesagt? Raus. Hast du dir so gedacht? Ja, das denke ich nämlich nicht, anders. Dass. Ja, du kannst nicht anders. Das ist genau dieselbe merkwürdige Einstellung, die schon zu so vielen Wirren geführt hat in der Geschichte der Zeit. Du musst dich einfach zwingen, mal niemanden zu fressen. Schon gar keine kleinen Mädchen, denn darauf hast du es ja wohl abgesehen, was? Ja, eigentlich schon. Wenn du das nicht hinkriegst, dann ruf halt eine von den Telefonnummern an. So, hier, Telefon, da kannst du jetzt anrufen. Ja. So. Ist mir jetzt zu blöd gut. Hier, ich gehe nach Hause. Ja. Tschüss. Ja. Da sitze ich jetzt wieder. Oh, hab ich nur Hunger, verdammt. Scheiße, was mach ich denn? Vielleicht rufe ich doch mal an mein Telefon. Mal gucken. Ja, hallo. Hier ist der böse Wolf. Ich hab Probleme.